Die Zahlen sind sehr gut, stabil, ein paar Arbeitsplätze sogar noch oben drauf. Trotz Problemen bei der Infrastruktur, die man ja nicht vergessen darf, für Schleswig-Holstein muss man sagen, ein Erfolg. Ja, wir haben natürlich einen guten Standort. Dazu zählen viele Faktoren und wir arbeiten ja auch an der Infrastruktur. Ich glaube, das ist ein stabiles Ansiedlungsergebnis im letzten Jahr. 100 Arbeitsplätze mehr in der Ansiedlung als noch 2013. Damit kann man zunächst zufrieden sein. Was tut man für die Zukunft? Sie hatten die Infrastruktur selbst angesprochen. Wir müssen, glaube ich, auf der einen Seite noch deutlicher den Standort Schleswig-Holstein bekannter machen mit seinen Vorteilen. Das tun wir über die Dachmarke Der echte Norden auf vielen Messen, in vielen Gesprächen. Wir müssen glaubhaft für die Verbesserung der Infrastruktur eintreten. Ob am Fehmarnbelt, ob an der Rader Hochbrücke, ob beim Thema A20, all das gehört dazu. Denn Psychologie spielt bei der Ansiedlung eine große Rolle. Welche Branchen haben sich in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr vor allem angesiedelt? Der Tourismus spielt jetzt ja wieder eine größere Rolle. Ja, wir haben da große Erfolge, also insbesondere Dienstleistungsbereich, 70% der Neuansiedlung, dann nochmal 20% im Handel. Womit ich nicht ganz so zufrieden bin, ist das Thema verarbeitendes Gewerbe. Da haben wir dann nur 10% der Ansiedlung. Da können wir besser werden und deswegen Schwerpunkt der Landesregierung in diesem Jahr das Thema Industriepolitik. Ich frage aber nochmal nach, der Tourismus ganz weit vorn. Wir sind erfolgreich. Wir merken, dass vor allen Dingen kommunale Investitionen in touristische Infrastruktur sich auszahlen. An Standorten wie Heiligenhafen, St. Peter-Ording, Scharbeutz gibt es verschiedene Standorte, wo neue Hotelinvestoren dazukommen. Die Tourismusstrategie greift, also sehr viel Optimismus. Welche Bedeutung spielen Gründerunternehmen? Gründerunternehmen spielen eine große Rolle. Wir haben alleine 40 Neuansiedlungen im Gründerbereich im letzten Jahr gehabt. Aber auch hier können wir noch besser werden. Ein Gründerklima, Stichwort Wissenstransfer, Technologietransfer, insbesondere an den Hochschulstandorten, ganz wichtig.